Moin, ich bin Dennis, ich bin der Kulttürsteher aus der Olivia Jones Bar, ihr kennt mich vielleicht. Ich habe auf St. Pauli Ende der 90er Jahre angefangen zu arbeiten im Sicherheitsbereich in einem Großbordell. Habe da als Wirtschafter gearbeitet, das heißt also die gute Seele eines Puffs. Wir sind in meiner jungen Zeit schon Kugeln um die Ohren geflogen, mit Messern bedroht worden, angegriffen worden mit kaputten Flaschen. Milieu habe ich mir einen Namen gemacht durch meine positive Beklopptheit. Aber wenn es dann hart auf hart ging, habe ich mich auch gerade gemacht. Einer der schönsten Momente, an die ich mich erinnere, ist tatsächlich der gewesen, nachdem unsere Türsteher-Doku rausgekommen ist, dass so viele Leute auf uns zukommen, Fotos machen wollen und einfach sagen, was wir für einen tollen Job hier machen. Wenn ich meinem jugendlichen Ich das sagen könnte, dann würde ich ihm heute sagen, danke für die ganze Erfahrung, die ich in den ganzen Jahren gesammelt habe, für den Blödsinn, den ich gemacht habe. Daraus habe ich einfach gelernt und ich bin einfach glücklich mit dem, was ich jetzt bin und was ich habe. Die Glocken läuten, ich muss los zur Kiez-Tour. Wir sehen uns hoffentlich auch bald da.